Hallo und herzlich willkommen. Heute mal nicht aus dem Naturwald Hohenstein, denn wir von den Niedersächsischen Landesforsten betreiben auch Naturschutz auf den restlichen Flächen, die wir im Lande haben. Wie hier in diesem kleinen Steinbruch im Forstamt Saupark, wo hier unten der Tümpel für Amphibien entstanden ist. Das sollte das Thema diese Woche sein. Ich wollte euch zeigen, wie die Laichzeit aussieht, wie die Krötenwanderung aussieht. Leider ist zwar für uns schon kurze Ärmelwetter angesagt, aber bei den Amphibien und den Tieren allgemein kommt das alles erst ein bisschen später und verzögerter an. Ich habe mich jetzt gefragt, was passiert im Moment überhaupt? Was machen die Pflanzen, die Frühblüher, was macht der Hirsch, was machen Schweine, Eule, Fuchs, Dachs und Co.? Da soll es heute hingehen. Ihr müsst das ganze Video mit mir Vorliebe nehmen. Ich nehme euch mit raus, wir gucken mal, was passiert. Ich wünsche euch viel Spaß in den kommenden Minuten und hoffe, ihr genießt die Bilder. Diese kleinen Tümpel, die hier entstehen, sind extrem flach und wärmen sich durch das Wasser sehr schnell auf, was der Entwicklung der Amphibien entgegenkommt. Wenn die ihre Laichbeine abgelegt haben, geht es sehr schnell, bis dann Kaulquappen entstehen und dann schlussendlich Frösche, Kröten oder andere Amphibien. Was hier noch von Vorteil ist, ist durch diese flachen Gewässer, die trocknen eventuell einmal im Jahr aus oder mehrfach im Jahr. Dadurch siedeln sich hier kaum oder keine Fische an, zumindest nicht dauerhaft. Dadurch haben wir natürlich auch keine Gegner für die Amphibien. Und der Bewuchs hier, also man muss natürlich aufpassen, dass das jetzt nicht verlandet und dass das ein Gewässer bleibt. Aber durch diesen Bewuchs haben sie sehr viel Versteckmöglichkeiten, auch vor Reihern und anderen Vögeln. Und haben natürlich auch schön viele Möglichkeiten, ihren Laich irgendwo zu platzieren und die Laichschnüre zum Beispiel anzubinden. Was ich hier sehe, da vorne schwimmt wieder einer, sind überwiegend Bergmolche, die hier drin sind noch. Ich höre in der Ferne schon mal eine Kröte rufen. Das lässt mich schon hoffen, dass ich vielleicht doch noch ein bisschen Geschehen am Laichplatz hier sehen kann. Aber es ist noch alles sehr verhalten. Aber das kommt die Tage, denke ich. Jetzt wollte ich gerade zur nächsten Station fahren und gucken, was da los ist. Da sind mir die beiden hier über den Weg gekommen. Die sind jetzt natürlich auf bestem Weg zu ihrem Laichgewässer. Obendrauf, wie man vielleicht gar nicht vermuten würde, sitzt das Männchen, wird vom Weibchen jetzt bis ins Laichgewässer getragen. So hat er jetzt schon mal das Weibchen sicher und noch den Vorteil, dass er getragen wird. Allerdings geht das auch ziemlich auf die Arme, weil er muss sich die ganze Zeit an ihr festhalten. Dementsprechend lasse ich die beiden jetzt mal in Ruhe zum Laichgewässer wandern und ich denke, wir sehen uns dann fürs nächste Video weiter, wo es denn nur um euch geht. Also, gute Reise, soweit ist es nicht mehr. Baukünstler waren hier am Werk, nämlich die Dachse. Die haben hier ihre Burg, die ist echt groß und das ist hier einer der frisch befahrensten, so nennt es sich, wenn Dachse da drinnen leben.
der befahrensten Ausgänge hier, der Dachsburg, man sieht ganz frisch aufgegraben. Das heißt, sie haben da drinnen irgendwelche Frühjahrsrenovierarbeiten, Frühjahrsputz. Eventuell haben sie auch Junge drinnen. Warum weiß ich, dass es ein Dachsbau ist? Ganz klar erkennbar ist hier so eine Rinne. Die gehen teilweise rückwärts raus, ziehen sich Material aus dem Bau, um Neues zu bauen und schleifen dann ihren Kram weg. Bestimmt hat der eine oder andere auch einen sehr dicken Bauch vom vielen Futter, sodass der Schmalzmann, wie man ihn auch nennt, hier diese Rinne gezogen hat. Was man hier noch sehr schön sehen kann, ist, dass der Dachs extreme Krallen hat. Also der muss hier scheinbar aus seinem Bau kommen. Und die haben immer nichts Besseres zu tun, als sich erstmal wirklich schön zu putzen. Die müssen voll mit Flöhen sein. Und ja, dazu kommt ein bisschen Krallenschärfen, wie es aussieht. Also die kratzen hier dran. Und ja, hier muss echt viel Betrieb sein. Bei der Dachsspur, wenn man sie im Matsch sieht, dann erkennt man auch immer die Fingernagelabdrücke. Die müssen da drinnen sehr viel buddeln und basteln. Und dafür brauchen sie dicke Grabschaufeln. Weiter gucken wir. Auch die Dachse mögen es natürlich bequem in ihren Betten. Und dementsprechend schleppen die sich Moos und alles Mögliche, was denen den Schlaf erleichtert, in ihrem Bau. Hier sehe ich auch ein bisschen Fichte und wenn ich mich so umgucke, ist es nicht so, dass hier die Fichten unmittelbar nebenan stehen. Also das heißt, der Dachs mag es auch bequem, schleppt sich den Kram da rein und mistet dann natürlich aus, wenn er irgendwann mal die Betten macht. Ungefähr 20 Meter von den ganzen Haupteingängen der Dachse haben wir hier noch einen Eingang. Was sofort auffällt natürlich ganz klar, ist die fehlende Rinne. Dementsprechend schließe ich hier draus, dass hier drinnen ein Fuchs wohnt. Spuren kann ich leider nicht erkennen, aber ich war schon ein paar Mal hier, habe geguckt und aus der Ferne schon den Fuchs mittags teilweise hier vorliegen sehen. Eventuell gibt es in, was haben wir jetzt, Ende März, ja, in 4-5 Wochen, kommen vielleicht die ersten jungen Welpen hier aus dem Bau raus und entdecken ihre neue Welt. Was man hier gerade in diesen Gebieten so sieht, wo viele Eichen stehen und eventuell auch noch ein paar Eicheln am Boden sind, bieten natürlich Nahrung für die Wildschweine. Hier dieser fast polierte Stamm ist wahrscheinlich ein heiß begehrter Spot, wo sich die Schweine dann dran schubbern. Man sieht hier auch noch ein paar Borsten. Die sind natürlich jetzt auch dabei und bringen ihre Jungen zur Welt, beziehungsweise ich habe schon einige Bachen gesehen, die Junge dabei hatten. Die sind jetzt so doppelte Meerschweinchengröße groß. Was die Wildschweine so mit ihrem Rüssel anstellen können, ist schon echt enorm. Die haben hier ein ganzes Loch ausgehoben, weil sie eventuell darunter ein Mäusenest gerochen haben, irgendwelche Engerlinge oder irgendwas anderes zu fressen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geben die sich da sehr viel Mühe, lüften den Boden ein bisschen an und hinterlassen natürlich ein Chaos. Nicht nur die Tierwelt verändert sich, sondern auch im Wald selber die Pflanzen nutzen, dass jetzt noch ein bisschen Licht an den Boden kommt. Oben sind in den Kronen noch keine Blätter. Die Frühblüher nutzen diese Chance natürlich, versuchen möglichst schnell jetzt ihre Entwicklung für dieses Jahr über die Bühne zu kriegen, sich fortzupflanzen, wie zum Beispiel der Bärlauch hier. Man riecht es extrem, das riecht schön knoblauchig. Eignet sich übrigens hervorragend für Kräuterbutter oder irgendwelche Marinaden. Andere Pflanzen sind zum Beispiel Buschwindröschen, Lärchensporn, Leberblümchen. Auch die werden jetzt in den kommenden Wochen aus dem Boden schießen und natürlich sich beeilen, ihre Entwicklung durchzuführen. Das ist natürlich sehr schön. Ich merke es vor allem auch in der Nase. Allergie setzt ein, Nase ist immer dicht. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Ungefähr 4 Wochen war es hier in der Felswand noch so, dass ich den Uhu habe rufen hören.
Mittlerweile ist es doch einigermaßen still geworden. Ich gehe mal davon aus, der sitzt jetzt auf seinen Eiern und brütet. Ich habe ihn hier ein paar Mal noch sehen können. Aber jetzt ist natürlich schön, wenn er Ruhe hat. Irgendwo hier in der Felswand wird er sitzen und brüten. Hier im Hintergrund sind natürlich auch sehr viele tote Bäume zu sehen, umgestürzt und teilweise auch noch stehende. Die besitzen sehr viele Höhlen und diese Höhlen sind potenzieller Lebensraum für alle möglichen Tierarten. Unsere größten Waldbewohner sind natürlich jetzt auch nicht ganz tatenlos. Die Rothirsche zum Beispiel, die haben ihr Geweih schon abgeworfen. Die etwas kleineren, die Dammhirsche, die haben noch zum Teil ihr Geweih aus. Die werden jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht auch Tagen, ihr Geweih abwerfen. Das hier zum Beispiel ist eine Abwurfstange von einem Dammhirsch. Relativ kleine, die können deutlich größer werden. Die verlieren sie einmal im Jahr und bilden dann Neues. Das wird unter einer sogenannten Basthaut wieder neu produziert. Und dafür brauchen die jetzt natürlich eine Menge Energie. Und deshalb freuen die sich über die aus dem Boden sprießenden Knospen, die sie fressen können. Weil diese Energie brauchen sie, um sie wirklich in das Geweih zu stecken, um dann im Herbst wieder ihre Kämpfe mit ihren Rivalen durchzuführen. Die Weibchen hingegen müssen sehen, dass sie ihren Nachwuchs kräftig und gesund zur Welt bringen. Dementsprechend sind die natürlich auch sehr bemüht, jetzt ordentlich Nahrung zu sich zu nehmen, um dann im Juni ihre Jungen zur Welt zu bringen. Alles beginnt langsam zu erwachen. Die Tiere kommen aus ihren Löchern gekrochen. Einzig und allein die Bäume müssen jetzt sehen, dass sie in Wallung kommen. Aber der Regen der letzten Wochen, denke ich mal, wird dafür sorgen, dass die Bäume jetzt schön ausschlagen. Die Temperaturen steigen. Ich bin am Ende mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich auf die nächste Folge. Dann werden die Amphibien auf jeden Fall thematisiert werden. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal.